Guten Abend, liebe Geschwister, schön euch zu sehen. Ja, und auch guten Abend an die Geschwister zu Hause. Wir sind im zweiten Buch Mose mittendrin in den 10 Plagen. Wir haben uns letztes Mal intensiver mit der ersten Plage befasst, mit dieser Plage, wo Wasser zu Blut wurde. Und ja, wir wollen heute intensiver weiter fortschreiten hier in die Plagen hinein. Und um so einen gewissen Zusammenhang zu geben, diese Plagen, die Berichte von diesen Plagen, sie haben so ein gewisses Schema. Das läuft immer wieder auf dieselbe Art und Weise ab, scheinbar. Es ist aber dann doch nicht ganz so. Es gibt tatsächlich so eine Art Rhythmus, sage ich mal. 3x3 Plagen und dann die letzte große Plage. Man kann das daran sehen, dass die dritte Plage immer etwas reduzierter dargestellt wird, beziehungsweise Gott etwas anders agiert in dieser dritten von diesen Dreiergruppen, von diesen Dreierplagen. Also wir haben die erste Plage Wasser zu Blut. Bei den meisten Plagen ist es so, dass Gott zuallererst Mose den Auftrag gibt, zum Pharao zu gehen, ihn aufzurufen, das Volk gehen zu lassen im Namen des Herrn, im Namen Jahwes, und ihm dann androht, wenn er das nicht tut, dass dann eine bestimmte Plage kommen wird. Dann folgt meistens noch ein Wort Gottes an Mose, wo er Mose beauftragt, was er tun soll, beziehungsweise Mose und Aaron, was sie tun sollen, dass diese Plage dann kommt. Ein bestimmtes Zeichen, die Hand erheben, den Stab auf irgendetwas schlagen oder verschiedene andere Dinge, die genannt werden. Und dann wird eben dieses Zeichen, diese Plage kommen. Und dann wird berichtet, wie sie es dann getan haben, wie dann diese Plage auch über Ägypten gekommen ist und die Reaktion darauf, die dann manchmal sehr unterschiedlich ist. Am Ende aber gibt es immer das gleiche Muster. Der Pharao hat ein verhärtetes Herz. Er hört nicht und lässt das Volk nicht ziehen. Die erste Plage wird sehr ausführlich dargestellt. Am Anfang ist es eine Plage, die sozusagen am Wasser spielt. Der Pharao ist am Nil. Mose und Aaron gehen zum Nil. Sie sprechen mit dem Pharao am Nil und das Gericht geht über das Wasser. Das Wasser wird zu Blut. Die zweite Plage beginnt in 2. Mose 7, Vers 26. Darauf sprach der Herr zu Mose: Geh zum Pharao hinein und sprich zu ihm. Immer wieder der Auftrag an Mose: Geh zum Pharao. Na? Widersteh dem Bösen und er wird vor dir fliehen. Lauf nicht weg, sondern stell dich dem Satan entgegen. Sei mutig und stark, der Herr ist mit dir. Das ist die Grundbotschaft am Anfang gewesen. Mose hatte mal gesagt: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen könnte? Ich bin so klein und unbedeutend, ich habe keine Macht. Der Pharao ist der mächtigste Herr der ganzen Erde. Er hat das größte Weltreich unter sich. Und wie gesagt, hinter dem Pharao steht eine noch größere Macht, der Fürst dieser Welt. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen kann? Und immer wieder sagt Gott zu Mose: Geh hin zum Pharao. Stell dich diesem Kampf. Geh hinein. Du bist mein Werkzeug in dieser ganzen Sache.
Geh zum Pharao hinein und sage zu ihm, so spricht der Herr, immer wieder auch das, der Auftrag. Du sprichst nicht deine eigenen Worte, sondern du gibst das weiter, was ich dir gesagt habe. Und tu nicht so, als ob du selbst Vollmacht hättest gegen den Pharao. Das hast du nicht. Alleine bist du wirklich zu schwach, zu klein, zu unbedeutend. Aber wenn du in meinem Namen sprichst, meine Worte haben Vollmacht. Das ist das, was die Menschen so begeistert hat, als sie Jesus sprechen gehört haben. Sie haben zu ihm gesagt, sie haben zueinander gesagt, dieser redet anders. Dieser redet mit Vollmacht. Nicht so wie unsere Schriftgelehrten. Man merkt, dass der Heilige Geist auf ihm ist und dass Gott durch ihn spricht. So hat Gott auch Mose gesagt, ich lege meine Worte in deinen Mund. Und so wirst du meine Worte weitergeben. So spricht der Herr. Immer wieder kommt das hier vor. Immer wieder dieser Auftrag, rede und sage, so spricht der Herr. So spricht Jahwe. Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Es geht nicht um Mose, um sein Volk, sondern es geht um Gottes Volk. Und das ist für jeden, der Verantwortung im Reich Gottes hat, wichtig. Es ist nicht meine Gemeinde. Es ist nicht mein Hauskreis. Es ist noch nicht einmal meine Familie. Sondern es sind Menschen, die Gott geschaffen hat, die Gott mir in die Verantwortung gegeben hat. Und ich muss mich vor Gott rechtfertigen. Ich muss mich vor Gott Rechenschaft darüber ablegen. Paulus sagt zu den Ältesten in Ephesus, achtet auf euch selbst und auf die ganze Herde, in die Gott euch eingesetzt hat. Seine Gemeinde, die er sich erkauft hat durch sein Blut. So sind wir immer wieder herausgefordert zu sehen, es ist nicht mein Volk, es ist nicht meine Gemeinde. Und das war auch in einer bestimmten Situation, später werden wir das sehen, als das Volk so rebelliert hat, so rumgemurrt hat. Ne? Da war Mose verzweifelt, ne? Und Gott sagt zu ihm, hey, pass mal auf, das Problem bist nicht du, dass sie so aufbegehren, dass sie sich gegen dich wenden. Das ist nicht, weil sie gegen dich sind, sondern sie sind gegen mich. Du bist hier nur der Repräsentant, mein Repräsentant. Aber in Wirklichkeit ist es mein Volk und sie rebellieren gegen mich. Und so ist das gut für uns zu wissen, in den Herausforderungen, die wir haben, in den Kämpfen, die wir haben, um seines Namens willen, da leiden wir nicht, weil irgendwer was gegen uns hat, gegen mich hat. Ja, eine Sache haben die Leute dann gegen uns. Nämlich, dass wir uns zu Jesus stellen, dass wir uns zu Gott stellen, dass wir mit ihm verbunden sind, dass wir ihm uns unterordnen, dass wir ihm gehorsam sind. Dagegen haben die Leute was. Aber nicht wegen uns, sondern wegen Gott. Diese Zusammenhänge sind immer wieder wichtig zu wissen. Wie gesagt, weil wir so schnell in dieses Denken verfallen. Ja, das sind unsere. Wir müssen da etwas bewegen. Wir müssen etwas machen. Es ist auch so gut zu wissen, in dem Zusammenhang sagt Petrus, dass Jesus der Oberhirte ist. Na, diejenigen, die Hirtendienst tun, für die ist es wichtig zu wissen, Jesus ist der Oberhirte. Er kann sich viel besser um jeden Einzelnen kümmern, als irgendein Pastor das tun kann. Und Gott gebraucht Hirten, Gott gebraucht Lehrer, Gott gebraucht Propheten und Führer, Anführer. Aber in Wahrheit ist es nur einer. So hat Jesus das auch gesagt. Ihr sollt niemanden Herr nennen. Ihr sollt niemanden Lehrer oder Meister nennen. Es gibt nur einen, der euer Lehrer, euer Meister, euer Herr ist. Das ist der Christus, der König. Jesus. So spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen.
Immer wieder kommt diese Aussage, diese kurze, knappe Aussage, das ist die Forderung Gottes, des Höchsten, an den mächtigsten Herrn dieser Welt, aber er ist der Herr der Herren. Und er fordert, lass mein Volk ziehen. Er bittet nicht. Er sagt nicht, ach, könntest du nicht bitte mal kurz hier die Sklaven mir ausleihen? So, ne? Nein, es ist mein Volk. Sie sind geschaffen dazu, mir zu dienen, nicht dir, du Sklaventreiber. Denn ich bin ein gnädiger, barmherziger Herr, voller Liebe und Mitgefühl für mein Volk. Ich bin ganz anders. Und sie sind geschaffen dazu, wir sind geschaffen dazu, ganz anders zu dienen, als wir es getan haben unter dem Fürsten dieser Welt. Wir sind befreit. Wir müssen nicht mehr diesem Fürsten dieser Welt dienen, sondern wir sind frei, Jesus zu dienen, dem besten Herrn der Welt. Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen. Und der Nil wird von Fröschen wimmeln, und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer, auf dein Bett, in die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtröge. Das ist schön. Jesus, Gott malt das hier sehr schön aus, so, ne? Damit es so richtig eklig wird. Nee, gebackene Froschenker, ich weiß nicht, habe ich noch nicht gehört. Und die, ja, genau. Aber wenn es in Massen kommt, irgendwann reicht es auch. Ne? Und die Frösche werden heraufkommen über dich, über dein Volk und über alle deine Hofbeamten. Hier werden die Hofbeamten mehrmals erwähnt, die kommen auch später noch öfter vor. Seine Knechte, seine Diener, die in seinem Hofstaat sind. Also, Gott sagt, sie kommen in dein Schlafzimmer, Pharao. Nicht nur bei den armen Leuten, nicht nur irgendwo bei denen, die keine Hygiene, nein, Corona kann jeden treffen. Na? Die Frösche kommen überall ins Haus. Da ist keiner vorgewappnet. Der Pharao, du wirst es erleben, Pharao, und auch deine Höflinge, die Reichsten der Reichen, die Mächtigsten. Und der Herr sprach zu Mose, also hier kommt dieser zweite Auftrag wieder. Das erste war der Auftrag, geh zum Pharao, sag ihm das, kündige ihm das an. Und diese Ankündigung ist ja, wie der Prophet sagt, Gott tut nichts, als dass er es vorher ankündigt durch seine Propheten. Er will immer wieder zeigen, ich bin der Herr der Geschichte. Ich habe dir die Geschicke genannt. Und hier geht es gerade um Weltpolitik. Hier geht es darum, einem Herrscher dieser Welt zu zeigen, wer der Herr im Hause ist, wer die Macht hat. Und deswegen wird hier immer angekündigt. Gott kündigt es an. Er gibt auch eine Chance. Jedes Mal gibt er eine Chance. Lass mein Volk ziehen. Wenn du es nicht tust, dann, wenn du es tust, dann würdest du diese Plage verhindern. So oft werden wir damit konfrontiert. Gott konfrontiert uns immer wieder damit. Er sagt uns, wenn du das tust, dann wirst du das ernten. Was du säst, das erntest du. Wir haben es ständig in den Sprüchen jetzt, ne? Dass Gott uns immer wieder sagt, hey, wenn du diesen Weg gehst, den Weg der Sünde gehst, dann wirst du entsprechende Früchte ernten. Dann wirst du die Frucht deiner Dummheit am Ende essen. Wenn du aber den guten Weg gehst, dann wirst du gesegnet sein. So ist auch hier dem Pharao sind verschiedene Möglichkeiten vorgelegt. Und klar, wir haben das Thema schon gehabt mit dem verstockten Herzen. Das ist immer wieder so ein Knackpunkt. Ne? Was heißt das jetzt? Ne? Dass Gott das Herz am Ende auch des Pharaos verhärtet. Ist das nicht ungerecht? Aber es wird uns hier gezeigt, jedes Mal sagt Gott immer wieder, hey, du hast zwei verschiedene Möglichkeiten.
Du kannst das Volk ziehen lassen. Lass es doch einfach ziehen. Lass es los. Gott gibt immer wieder die Möglichkeit zur Umkehr. Gott gibt uns immer wieder eine Chance. Wir können nicht sagen, nee Gott, du hast uns nie eine Chance gegeben. Doch, er ist immer wieder, er ist ein Gott der zweiten Chance. Er gibt dir immer wieder eine neue Chance. Du kannst immer wieder neu anfangen. Seine Arme sind immer offen. Die einzige Sünde, die dich tatsächlich so von Gott trennt, dass du nicht mehr zurückkommen kannst, ist die Sünde, die der Pharao am Ende begeht. Er verhärtet sein Herz so sehr, dass Gott sagt, okay, das war's jetzt. Aber der Weg bis dahin ist ein langer Weg. Er gibt Pharao, er gibt Ägypten immer wieder eine neue Chance. Gut, aber es ist so, es ist klar, der Pharao reagiert nicht darauf und der Herr sprach zu Mose, Kapitel 8, Vers 1, sage zu Aaron, strecke deine Hand mit deinem Stab aus über die Flüsse, die Nilarme und die Sümpfe und lass die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Da streckte Aaron seine Hand aus über die Gewässer in Ägypten und die Frösche kamen herauf und bedeckten das Land Ägypten. Aber die Wahrsagepriester machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten und ließen die Frösche über das Land Ägypten heraufkommen. Hier sehen wir auch ein Muster, was immer wieder kommt. Gott spricht hier oder Mose spricht hier über die Wahrsagepriester Ägyptens. Wir werden später noch über sie sprechen. Also wie bei der Plage, wo Wasser in Blut verwandelt wurde, sind auch hier diese Zauberkünstler fähig dazu, auch Frösche kommen zu lassen über das Land. Und vorher war es so, dass die Wahrsagerpriester es auch machen konnten, etwas, was dem Pharao geholfen hat, nicht auf Gott einzugehen. Das hat ihn dazu gebracht, sein Herz noch mehr zu verhärten. Ja, wieso? Ich meine, das können nicht Christen auch. Na? Nächstenliebe, das machen doch nicht nur Christen. Das kann man doch auch als Nicht-Christ, kann man doch auch Gutes tun. Dafür muss man doch kein Christ sein. Ja, richtig. Gibt so manches, was Nicht-Christen, was Menschen, die in der Finsternis leben, die im Dunkeln leben, gibt so manches, was die ausrichten können. Aber irgendwann werden wir sehen, kommt das zu einem gewissen Ende. Und hier wird schon ein kritisches Moment erreicht, denn dieses, dass die Wahrsagepriester es auch machen konnten, das hilft irgendwie jetzt nicht, weil die Plage ist so eklig, so furchtbar, das wird jetzt hier gleich auch gesagt. Hier steht in Vers 4, da rief der Pharao Mose und Aaron zu sich und sagte, betet zum Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft. Also das eine ist, Frösche kommen zu lassen, aber das andere ist, diese Frösche auch wegzumachen. Wir werden diese Dinger nicht los. Bete zum Herrn, dass er die Frösche von mir und meinem Volk wegschafft. Dann will ich das Volk ziehen lassen und sie mögen dem Herrn opfern. Hier ist das erste Mal, dass der Pharao merkt, er hat es hier mit einer starken Macht zu tun. Und er fängt an zu verhandeln. Er fängt an, einen Weg zu suchen, wie er sich erwehren kann. Und es scheint so, dass sein Herz weicher wird. Bete zum Herrn, dass er die Frösche von mir nimmt. Derjenige, der sich gegen Gott gewandt hat und gesagt, wer ist dieser Gott? Wer ist dieser Jahwe? Ich kenne ihn nicht. Ich werde ihn auch nicht auf ihn hören. Plötzlich merkt er, dieser Jahwe ist so mächtig. Ich glaube, es wäre doch besser, mal bei ihm um Hilfe zu fragen. Und er
will oder er bittet Mose, für sich und für sein Volk zu beten. Das ist oft ein spannender Moment, ne? Wenn du es mit jemandem zu tun hast, der so anti ist, ne? Der so gegen jeglichen Glauben ist. Ne? Aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo sein Leben so gebrochen ist und wo er merkt, da ist etwas in dir, da ist eine Kraft in dir, eine Hoffnung, eine Zuversicht, ein Glaube, eine Liebe. Und sie haben das mitbekommen, ja, du bist jemand, der an Gott glaubt, der Gott vertraut. Und dann sagt er doch zu dir, irgendwann kommt dieser Punkt, dass er dann sagt, kannst du nicht für mich beten? Oder du fragst ihn, sag mal, ist es okay, wenn ich für dich bete? Und er sagt, gegen alle Erwartungen, ja. Er fragt hier, betet zum Herrn für mich. Dann will ich das Volk ziehen lassen. Aber das ist auch typisch für den Pharao, für seine Verhandlungsstrategie. Wenn, dann, immer wieder, wenn, dann. Ja, ich lasse das Volk ziehen, aber es muss noch eine Sache erfüllt werden. Er stellt immer Bedingungen. Aber Gott lässt sich keine Bedingungen aufdrängen. Er ist derjenige, der Herr ist. Er bestimmt, was getan wird. Und er fordert den Feind auf, sich ganz zu unterwerfen. Denn jeder, der dem Herrn widersteht, wird gedemütigt werden. Der aber demütig ist vor dem Herrn, er wird erhöht werden. Und Mose sagte zum Pharao, und das ist hier spannend, ne? Also wie reagiert Mose jetzt darauf? Er könnte jetzt ja sagen, also weiß nicht, du hast dich die ganze Zeit so aufgeführt, nee, also für dich bete ich nicht. Ne? Aber Mose sagt zu ihm, verfüge über mich. Auf wann ich für dich, für deine Hofbeamten und für dein Volk beten soll, zur Ausrottung der Frösche von dir und aus deinen Häusern, sodass sie nur im Nil übrig bleiben. Er antwortete, auf morgen. Da sagt er, nach deinem Wort soll es geschehen, damit du erkennst, dass niemand ist wie der Herr, unser Gott. Und die Frösche werden von dir aus deinen Häusern, von deinen Hofbeamten, von deinem Volk weichen. Nur im Nil sollen sie übrig bleiben. Nachdem nun Mose und Aaron vom Pharao hinausgegangen waren, schrie Mose zum Herrn wegen der Frösche, die er über den Pharao gebracht hatte. Wisst ihr, Mose hatte nicht seinen Spaß daran, dass die Ägypter gequält wurden. Er hatte seine Freude daran, dass Gottes Wille geschieht, dass Gott verherrlicht wird, dass die Menschen erkennen, dass es keinen Gott gibt wie Yahweh. Und Yahweh hat sich in diesen Plagen nicht nur dadurch verherrlicht, dass er die Ägypter mit harter Hand gezwungen hat, sein Volk ziehen zu lassen, sondern er hat immer wieder Zeichen gegeben, dass er gnädig und barmherzig ist, langsam zum Zorn und groß an Güte. In diesem Gericht erweist sich Gott als der, der er ist. Er erweist seine Macht darin, dass er die Plage wieder von ihnen wegnimmt. Und zwar an einem bestimmten Zeitpunkt. Mose sagt, sag einen bestimmten Zeitpunkt. Okay, morgen. Alles klar, es wird so geschehen. Und du wirst sehen, daran wirst du erkennen, dass der Herr Gott ist. Gott macht sich prüfbar. Es gibt so eine schöne Geschichte auch in den Evangelien, wo Jesus, wo ein Hauptmann Jesus gebeten hat, seinen Sohn, sein Kind zu heilen. Aus der Ferne. Na, da kamen Boten und Jesus sagt, ja, ist okay, also na, du glaubst, also soll dein Kind gesund werden.
Und dann laufen die Boten zurück und sie erkundigen sich, wann ist es besser? Dann stellen sie fest, das Kind ist wieder gesund geworden. Und dann fragen sie genau nach der Stunde, wann ist es geschehen, dass es dem Kind besser ging. Und sie stellen fest, genau zu der Zeit, wo Jesus das ausgesprochen hat. Sein Wort hat Macht. Und auch dieses Gebet von Mose hat Kraft. Es geschieht genau so, wie Mose es gesagt hat und wie er betet. Er schreit zum Herrn und der Herr tat nach dem Wort des Mose. Und das ist hier eine krasse Aussage. Vorher steht, Mose und Aaron taten nach dem, wie der Herr geboten hatte. Was steht jetzt aber hier? Der Herr tat nach dem, was Mose gesagt hat. Und die Frösche starben weg aus den Häusern, aus den Gehöften und von den Feldern. Man schüttete sie haufenweise zusammen, sodass das Land davon stank. Lass uns mal dazu Johannes 15 aufschlagen. Und da stehen interessante Worte, und wenn wir das auf diese Beziehung zwischen Mose und Gott beziehen, dann merken wir, dass da gibt es einen Zusammenhang, der echt ermutigend ist für uns als die Kinder Gottes, die wir durch Jesus Christus zu Kinder Gottes geworden sind. Jesus spricht zu seinen Jüngern in Vers 9 von Kapitel 15 im Johannesevangelium: Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Das ist hier nicht ein Wenn, Dann, sondern drückt aus, dieses in der Liebe bleiben bedeutet, das zu tun, was Jesus sagt. Es kommt gleich auch noch hier in einer anderen Formulierung. Nicht, wenn, ne? Jesus sagt ja zuerst, ich habe euch geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Seine Liebe ist bedingungslos. Nicht, wenn du das tust, dann liebe ich dich. Aber dieses Liebesverhältnis besteht darin, dass wir auf Jesus hören und das tun, was er sagt. Nicht, weil er unser Sklaventreiber ist und wir machen müssen, was er sagt, weil er so ein mächtiger Herr ist, sondern weil er unser geliebter Jesus ist. Wir tun es aus Liebe zu ihm und halten das, was er uns sagt. Und so bleiben wir in diesem Liebesverhältnis, in dieser Liebesbeziehung. Später spricht Jesus von Freundschaft. In dieser Freundschaft bleiben wir dadurch, dass wir auf das eingehen, was unser geliebter Freund, was ihm wichtig ist. Wir streben danach, wir wollen das tun, was er sagt. Und deswegen, wenn du merkst und empfindest, ich habe es so schwer, Jesus zu folgen in seinen Geboten, in seiner Wegweisung. Dann frag dich danach, sag mal, wie ist es denn mit deiner Liebe zu Jesus? Jesus hat Petrus gefragt, liebst du mich? Das war die entscheidende Frage. Aus der entsteht alles andere. Liebst du mich, fragt er ihn. Petrus sagt, ja. So schwach wie ich bin, ne, mit meiner Filia, die ich so habe, habe ich dich lieb, Jesus. Mir fehlt noch viel, ich habe noch viel Wachstum nötig, aber ja, da ist Liebe für dich. Dann sagt Jesus, okay, dann füttere meine Schafe. Also mach das, was ich dir sage. Kümmere dich um die anderen. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude
in euch ist und eure Freude völlig wird. Also ich habe euch geliebt, das soll euch Freude bereiten. Ich liebe euch, wie der Vater mich geliebt hat. Wie sehr hat Gott Jesus geliebt? Welche Position hat Jesus bekommen, nachdem er von den Toten auferstanden ist? Zu Rechten des Vaters sitzt er. Er ist gekrönt mit Herrlichkeit und Ehre. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Liebe des Vaters. Wisst ihr, so liebt Jesus uns. Das ist eine Freudenbotschaft. Und ja, wenn wir so verbunden bleiben mit ihm, wenn wir darin wandeln, in dieser Liebesbeziehung, dann bleibt diese Liebe, die vergeht nicht. Vers 12, dies ist mein Gebot. Also es sind gar nicht 1000 Gebote, die wir jetzt lernen müssen und wo wir auch drauf aufpassen müssen, mache ich das jetzt alles richtig und so weiter. Ne? Dies ist mein Gebot, ist nur eins. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Also wie der Vater mich geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Jetzt sollt ihr euch untereinander lieben, wie ich euch geliebt habe. Darin zeigt ihr, dass ihr meine Freunde seid, dass ihr eines Sinnes mit mir seid, dass ihr Gleichgesinnte seid. Darin zeigt ihr, dass ihr meine Kinder seid, weil ihr so seid wie ich. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das ist die Liebe, mit der Jesus uns geliebt hat. Er hat sein Leben für uns hingegeben. Paulus sagt im Römer 5, als wir noch seine Feinde waren, als wir noch Sünder waren, hat er sein Leben für uns gegeben. Hier sagt Jesus, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand sein Leben gibt für seine Freunde. Aber wir waren doch seine Feinde. Er hat uns geliebt und durch seine Liebe sind wir zu seinen Freunden geworden. Er hat uns zu Freunden gemacht durch seine Liebe. Seine Liebe galt den Freunden, die noch nicht seine Freunde waren. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ihr seid meine Freunde. Und hier wieder dieses, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Und das, wie gesagt, richtig zu verstehen. Nicht im Sinne von, das ist die Bedingung, damit ihr meine Freundin seid. Nein, ihr seid meine Freunde, weil ich euch geliebt habe, weil ich mein Leben für euch gegeben habe. Ihr seid meine Freunde, aber ihr bleibt auch meine Freunde, wenn ihr in dieser Liebesbeziehung lebt. Wenn ihr diese Liebe, die ihr empfangen habt, weitergebt. Ich nenne euch nicht mehr Sklaven, denn der Sklave weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört, euch kundgetan habe. So wie Gott mit Mose spricht und ihm alles sagt vorher, wie es sein wird. Er sagt ihm alles, was kommen wird. Er erklärt ihm das alles. Er macht ihm Mut. Er warnt ihn vor dem, was so kommen wird. Er zeigt ihm, was für Probleme und Schwierigkeiten er durchlaufen wird in diesem ganzen Auftrag. Er gibt ihm die richtigen Worte in den Mund, die er weitersagen kann. Ja, wie wir neulich schon mal gesagt haben, wie Gott hat mit Mose gehandelt, wie mit einem Freund, mit ihm geredet. So sagt Jesus auch zu seinen Jüngern, ich rede mit euch, mit Freunden, ich offenbare mich, ich gebe euch Anteil an meinem Leben. Ihr lernt mich kennen, ihr kennt mich und ich kenne euch. Ich gebe euch alles weiter, was ich vom Vater gehört habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Guck mal, Mose hat nicht Gott erwählt, sondern Gott hat Mose erwählt. Auch du, weißt du, Gott hat dich erwählt vor Anbeginn der Schöpfung, sagt Epheser.
Bevor Gott alles geschaffen hat, hat er gesagt, den möchte ich, die möchte ich. Sie soll ins Leben treten und sie soll meine Liebe kennenlernen. Für sie will ich alles geben, für sie will ich sterben, für ihn will ich mein Leben geben. Er soll in meiner Liebe baden, sie soll erfüllt werden von meiner Liebe. Und das soll Frucht in ihr, in ihm bringen. Es soll so etwas sein wie ein neues Leben, was entsteht. Da entsteht ein neues Leben. Durch den Samen wird neues Leben gezeugt. Die Liebe Gottes bringt ein neues Leben in dir hervor, das Frucht bringt. Ein fruchtvolles Leben. Ein Leben, was Frucht bringt für die Ewigkeit. Frucht, die bleibt, die nicht vergeht. Der Sinn deines Lebens. Du lebst nicht für irgendwelche irdischen Ziele, sondern für das, was in Ewigkeit bleibt. Die Liebe Gottes bewegt dich, dass du Dinge tust und in deinem Leben wandelst, sodass du Frucht bringst für Gott, für die Ewigkeit. Und die Frucht bleibt. Und dann hier, was da steht, ich habe oft diese Verse gelesen und habe gedacht, ah nee, wieso sagt er denn jetzt das? Das kann ich gar nicht miteinander in Beziehung setzen. Aber gerade diese Verse von Mose zeigen diese Verbindung auf. Damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe. Mose war in dieser Freundschaft, in dieser Liebesbeziehung mit Gott. Und er war so intensiv da drin. Er hat das getan, was Gott ihm aufgetragen hat, was Gott ihm geboten hat. Und so ist ein Vertrauensverhältnis gewachsen, dass Gott diesen Blankoscheck ausstellen kann und sagen kann, hey, was du bittest, das gebe ich dir. Ich weiß, du wirst das nicht verschleudern. Du wirst das nicht irgendwie selbstsüchtig missbrauchen. Du wirst das richtig einsetzen, diese Vollmacht im Gebet. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Wisst ihr, und lasst uns doch ermutigt sein durch diese Worte. Lasst uns in die Liebesbeziehung, heute die Liebesbeziehung zu Jesus nochmal vertiefen und sagen, hey, ich will mit dir wirklich so gehen wie Mose. Ich möchte gehen mit dir, wie Jesus gesagt hat, dein Freund sein, wie du mein Freund geworden bist. Ich möchte von dir hören, was der Vater sagt. Ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte deinen Willen mehr kennenlernen. Ich möchte in deinem Willen wandeln. Und dann will ich auch mutig sein, im Gebet glaubend zu bitten. Und dann werde ich empfangen. Und nicht nur ich, sondern ich kann für Menschen beten. Ich kann für Ungläubige beten. Und es wirkt sich in ihrem Leben aus. Und es wird zum Zeugnis für ihr Leben. Das heißt nicht, dass sie sich deswegen bekehren, wie der Pharao uns das zeigt. Aber es ist ein starkes Zeugnis für die Macht Gottes, die in uns wirkt. Und die, wo er uns gebraucht auch, zum Zeugnis für andere, für die Welt. Aber er erinnert hier am Ende noch einmal, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Das sollt ihr nicht vergessen. Alles soll in der Liebe geschehen. Nicht aus Selbstsucht, nicht aus Ruhmsucht, nicht aus niederen Beweggründen, aus fleischlichen Motiven, sondern aus der Liebe soll es geschehen. Auch unsere Gebete sollen gesteuert sein, getrieben sein von der Liebe, von der Agape Gottes. Gern zurück zu 2. Mose. Als der Pharao sah, dass die versprochene Erleichterung eingetreten war, da verstockte er sein Herz und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Ja, so oft passiert es. Ne? Menschen geraten in eine große Krise und sie werden plötzlich offen für den Glauben. Du kannst für sie beten, sie fragen dich sogar danach. Und dann entspannt sich alles, es läuft alles wieder gut. Und plötzlich melden sie sich nicht mehr. Ja, so war es hier mit dem Pharao auch.
Das haben wir nicht im Griff. Wir sollen trotzdem nicht aufhören, Gutes zu tun. Wir sollen trotzdem nicht aufhören, hier auch für einen Menschen zu beten. Auch wenn wir das Risiko eingehen, dass sie am Ende undankbar sind und es nicht als Impuls aufnehmen, wirklich Gott zu suchen von ganzem Herzen. Jesus hat das so oft gemacht. Er ist durch die Gegend gezogen und hat Leute ständig geheilt. Die sind ständig gekommen und die wollten seine Kraft anzapfen. Na? Die haben gespürt, gemerkt, der hat eine Kraft, der hat eine Vollmacht. Da geht Liebe aus, da geht so viel Gutes aus von diesem Jesus. Ich will das auch haben, ich will da auch was von abhaben. Und sie haben sich rangehängt und haben das erlebt. Aber haben sich nicht bekehrt. Jesus hat das mal gesagt über Kapernaum. Er hat gesagt, und die anderen Städte, er hat die gescholten. Er hat gesagt, bei euch sind so viele Wunder geschehen. Und ihr habt euch nicht bekehrt. Wenn in Sodom diese Wunder geschehen wären, die wären alle umgekehrt. Also die Wunder sind es nicht, die uns zur Bekehrung bringen. Es muss der richtige Boden da sein, ein zerbrochenes Herz, wo der Same tief einsinken kann und Frucht bringen kann. Jetzt die dritte Plage hier. Der Herr sprach zu Mose, sage zu Aaron, strecke deinen Stab aus und schlage den Staub auf der Erde. Dann wird er im ganzen Land Ägypten zur Mücken werden. Sie machten es so. Hier fehlt diese Ankündigung. Das ist diese dritte Plage. Hier fehlt die Ankündigung. Also nicht jedes Mal hat Gott dem Pharao angekündigt, es wird diese große Plage kommen, wenn du das Volk nicht ziehen lässt. Hier kommt sozusagen eine Plage direkt nach der anderen. Gott hat das gute Recht dazu. Pharaos Herz war verhärtet. Er hatte das gute Recht dazu, den Pharao und Ägypten zu schlagen, weil sie festgehalten haben an dem Unterdrückersystem, an dem Sklavensystem, weil sie das Volk nicht freigelassen haben. Er wusste doch alles, Pharao wusste alles. Er wusste, dass Gott wollte, dass er das Volk ziehen lassen soll. Deswegen kann er nicht sagen, oh Gott, aber jetzt hast du nichts gesagt, jetzt hast du nicht gesagt, dass wenn ich jetzt noch weiter verhärtet bleibe, dass jetzt die Mücken kommen. Das ist unfair. Kann er nicht sagen. So oft sind Menschen so genau damit, ob Gott fair ist oder nicht, wenn sie einen Schaden irgendwie haben. Sie sagen, das ist ungerecht. Warum lässt Gott das zu? Aber sie haben sich nie um Gott geschert, nie um Gott gekümmert. Leben in ihrer Sünde. Und dann, wenn diese Dinge passieren, von denen Gott spricht, von denen die Leute oft auch wissen, sie wissen, dass derjenige, der gottlos lebt, nicht von Gott gesegnet wird. Aber wenn es sie dann trifft, dann halten sie da Gott das vor. Wieso ist das so? Gott hat das gute Recht, uns zu verdammen und uns zu verurteilen, denn wir sind Sünder, allesamt miteinander. Wir haben alle gesündigt und haben die Herrlichkeit Gottes verloren. Keiner kann sich entschuldigen. Keiner kann irgendwas vorbringen. Der Tag wird kommen, wo jeder Mensch vor Gott stehen wird und vor dem Richter sein wird. Und da wird keiner eine Entschuldigung finden. Da wird keiner am Ende im Recht sein und sagen, siehst du, ich habe gerecht gelebt und Gott hat mich zu Unrecht verdammt und verurteilt. Keiner wird da sein. Strecke deinen Stab aus. Und dann kommen die Mücken. Sie machten es so. Aaron streckte seine Hand mit seinem Stab aus und schlug den Staub auf der Erde. Da kamen die Mücken über die Menschen und über das Vieh. Aller Staub der Erde wurde zu Mücken. Im ganzen Land Ägypten. Mücken kann ja so eine Plage sein. Ne? Also irgendwie ist es ja noch nicht so weit. Aber bald kommt die Zeit, wenn auch in Deutschland das dann wieder losgeht. Ne?
Und dann können die Mücken dich ja fressen, wenn die in so Scharen dann auftauchen. Ne? Ja. Ja, ja. Ne? Also es gibt, da kennt ihr bestimmt viele Beispiele drüber. Furchtbare Plage. Die Wahrsagepriester aber machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten, um die Mücken hervorzubringen, aber sie konnten es nicht. Und die Mücken kamen über die Menschen und über das Vieh. Da sagten die Wahrsagepriester zum Pharao, das ist der Finger Gottes. Aber das Herz des Pharao blieb verstockt und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte. Wieder dieselbe Abschlussformel. Das Herz des Pharao blieb verstockt, obwohl seine Wahrsagepriester es nicht schafften, dasselbe, dieselbe Plage hervorzubringen. Obwohl sie ihm bezeugten, das ist eine Macht, die ist viel größer. Und es ist letztendlich nur der Finger Gottes. Und der Herr sprach zu Mose, mach dich morgen früh auf, tritt vor den Pharao, siehe, er wird ans Wasser hinausgehen und sage zu ihm, so spricht der Herr, lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen. Denn wenn du mein Volk nicht ziehen lässt, siehe, so werde ich die Stechfliegen ziehen lassen über dich, deine Hofbeamten, dein Volk und deine Häuser. Und so weiter. Wir werden das nächstes Mal machen. Wir sehen also hier, die vierte Plage fängt eigentlich ähnlich an wie die erste Plage. Ja. Die nächste Dreierwelle läuft. Und es fängt so an wie beim ersten Mal, dass Gott dem Pharao wieder alles ankündigt und ihm sozusagen wieder eine neue Chance gibt, umzukehren. Nochmal neu sich zu entscheiden, doch das Volk ziehen zu lassen. Lass uns gemeinsam auf den schauen, der unser Freund geworden ist durch sein Opfer, der sich für uns hingegeben hat, damit wir Frucht bringen, damit unser Leben fruchtvoll ist, damit unser Leben erfüllt ist von der Liebe, damit wir in Gemeinschaft, in intimer Gemeinschaft mit Gott leben und ihn kennen und seinen Willen und dann auch seinen Willen tun, indem wir lieben, indem wir Gutes tun und indem wir auch vollmächtig beten, Fürbitte tun, für andere. Und lass uns jetzt das Abendmahl nehmen und gemeinsam uns erinnern, daran denken, was er für uns getan hat, wie er sich für uns hingegeben hat, sein Leben für uns, seine Feinde und uns so behandelt hat wie Freunde. Dass er ja, so ein Überfreund, der bereit ist, sein eigenes Leben für seine Freunde einzusetzen. Und dabei waren wir noch nicht mal seine Freunde. Jesus, wir danken dir für dieses wunderbare Geschenk deiner gnädigen, unverdienten Liebe. Herr, wir danken dir, dass du uns in diese wunderbare Beziehung hineingeführt hast, dass wir deine Freunde heißen dürfen, dass wir deine Kinder heißen dürfen und wir sind es. Danke, Herr, für das wunderbare Geschenk deines Geistes in uns. Ja, der uns lehrt, der uns hineinführt in die ganze Wahrheit, der uns erinnert an alles, was du gesagt hast. Ja, der in uns diese Frucht hervorbringt, die Frucht der Liebe, die bleibt. Ja, Jesus, und wir sehen uns danach, dass das weiter wächst in uns. Herr, wenn irgendjemand hier ist, der das noch nicht empfangen hat, der deinen Geist noch nicht empfangen hat, bitte schenk du Gnade, dass hier heute neues Leben entsteht. Dadurch, dass wir, ja, dass jemand ganz neu oder zum ersten Mal Ja sagt zu dir. Jesus, du bist unser Retter, du hast dein Leben gegeben und dein Blut vergossen zur Vergebung unserer Sünden. Und du bist nicht im Grab geblieben, sondern auferstanden und bist hier in unserer Mitte, Herr. Wir preisen dich dafür, dass deine Liebe da ist und ja, dass du deine Liebe ausgießen möchtest in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, wenn wir nur kommen und sagen, Herr, fülle mich.
ich will aufhören, ein verstocktes, ein hartes Herz zu haben, sondern will mein Herz öffnen für deine Liebe und will dich als meinen Herrn annehmen und hören und tun, was du sagst, Herr. So bitten wir dich, dass du das tust jetzt in diesem Moment, Herr. Und wir danken dir für das Mahl, was wir jetzt nehmen. Und wenn wir das nehmen, dann tun wir das im Glauben an die Vergebung, die wir empfangen durch dein Blut, durch dein Opfer am Kreuz. Wir tun das und gedenken daran, was du getan hast. Und wir wollen uns selbst prüfen, Herr. Du siehst unser Herz. Und du sagst, wer dem Herrn widersteht, wer Gott widersteht, dem widersteht Gott. Herr, wir wollen bekennen, dass wir Sünder sind und dass wir die Gnade nicht verdient haben, die du uns geschenkt hast. Wir wollen ja, dich bitten, dass du uns vergibst und dass du uns reinigst von aller Sünde. Herr, hilf du uns auch, nicht mehr widerspenstig zu sein, sondern deine Wahrheit und dein Wort anzunehmen. Ja, wir wollen allen Widerstand in unseren Herzen aufgeben und Ja zu dir sagen und dir folgen. Denn du bist gut, Herr. Ja, so lass uns das Mahl jetzt miteinander nehmen und wir singen ein Lied zusammen. Verteilen wir das Mahl zusammen und nehmen es dann gemeinsam, warten aufeinander, ne?